Wir wollen uns heute die Base von Gloria angucken, die gleich einige Besonderheiten mitbringt. Das eine ist der Ort, eine wunderbare Lage. Ich zeige es euch mal hier auf der Karte. Wir sind hier im Hügelland. Das Portal des Hügellands ist dort und wir sind hier unten an der Küste. Und hier gibt es übrigens eine Techniktafel, Technikpunktetafel. Ja, und dann hat sie noch zwei Besonderheiten, mindestens zwei. Also sie hat eine ganz tolle Aussicht. Da gucken wir gleich hin. Und sie ist so gebaut und strukturiert, dass die NPCs sich dort richtig wohlfühlen. Jetzt gehen wir mal rein. Hier haben wir mal von der Mauer aus einen guten Blick über die ganze Base. Sie ist relativ klein, würde ich sagen, für Soul Mask Bases, aber sie hat natürlich alles, was die Gloria hier braucht. Und in der Mitte haben wir als erstes mal diese Pyramide, wo eigentlich oben das Reisetor draufstehen sollte, aber das musste jetzt der Technik dort oben weichen. Wenn wir reinkommen, dann gehen wir direkt hier auf die Pyramide zu, schön dekoriert mit allen möglichen Figuren und Trophäen und kommen hier unten in den Bereich, der sozusagen den Kern bildet, hier mit dem mysteriösen Steintisch, einigen Werkbänken und viel Platz für Lager. Auf der rechten Seite haben wir eben hier das Reisetor, dann hier angeordnet verschiedene Ständer mit verschiedenen Rüstungen für unterschiedliche Gelegenheiten. Und hier haben wir den Bereich, wo es hauptsächlich um die Tierzucht geht. Überwiegend muss man sagen, hier die Sammeltische, aber dann eben hier die verschiedenen Tiergehege. Bisschen Grün gibt es zwischendurch auch überall noch. Da haben wir heute leider nicht ganz so viel Grün. Hier ist die Fischzucht, Webstuhl oder Spinnrad. Und was das Besondere an Gloria's Base ist, es gibt überall, das werdet ihr gleich noch sehen, so kleine Plätze, wo die Stammesmitglieder sich aufhalten können und sich niederlassen können. Dann gehen wir hier jetzt mal in die Pyramide nach oben. Und hier zum Beispiel natürlich das Kernstück, das große Leuchtfeuer hier in der Mitte, wo sich immer wieder auch die NPCs versammeln. Ein herrlicher Blick über diese Bucht. Wirklich ganz toll. Sicher einer der schönsten Ausblicke hier im Spiel. Vielleicht kriegen wir nachher noch einen schönen Sonnenuntergang. Das wäre natürlich klasse. Und ja, hier kommen wir hoch auf die Base, wo jetzt die Windräder stehen. Dann gehen wir hier auf dieser Seite nach unten und ihr seht schon, hier kommt jetzt der Bereich, wo es eigentlich die Gärten gibt und als Besonderheit so eine Art kleines Dorf für die NPCs. Hier haben wir die ganzen Gartenanlagen. Was ich finde, was das Besondere ist, dass nicht alles in dieser Base so hintereinander angeordnet ist, sondern alles so ein bisschen verschachtelt. Man hat das Gefühl, das ist alles unheimlich klein und gemütlich. Es gibt verschiedene Tiere, die hier frei rumlaufen. Gloria hat die freigelassen und die laufen jetzt in der Base rum. Da werden wir hoffentlich nachher noch das eine oder andere Tier sehen. Hier haben wir zum Beispiel auch so eine Sitzecke für die NPCs noch. Dann gehen wir hier runter zum Strand. Auch hier wieder eine kleine Sitzecke und hier kommt jetzt ihr freilaufender Strauß. Der, hat sie gesagt, hält sich am liebsten hier am Strand auf. Alles natürlich gut befestigt, ganz klar. Und hier haben wir so einen kleinen Schiffsanleger für den Handel. Und ein einfaches Boot liegt hier. Sehr schön auch, ja. Gute Idee. Noch ein weiteres Fischbecken. Könnte jetzt sogar auch ein Pool sein, ne? Ja, und hier ein kleines Strandhäuschen.
gucken wir auch noch mal von dieser Seite hier. Schöner Blick auf die Base. Ich glaube, es gibt auch noch ein freilaufendes Wasserschwein. Genau, dann den Puter dort, den Strauß und ich weiß nicht, es gab auch immer ein freilaufendes Lama, ob es das noch gibt, keine Ahnung. Ja, ihr seht schon hier die Bienen und es gibt jetzt hier in diesem Bereich lauter kleine Hütten, die sind noch nicht alle eingerichtet, habe ich vorher gesehen, aber im Grunde genommen ist die Idee, dass mal abgesehen hier von der großen Küche, die NPCs so kleine Wohnbereiche haben. Und in diesen Wohnbereichen hier, in diesen kleinen Holzhütten, da haben sie dann jeweils eine Werkbank und ein Bett. Und wenn dort etwas beauftragt wird an der Werkbank, dann kommt die Person, die die kleine Hütte bewohnt, natürlich und macht das auch. Hier hat sich auch jemand niedergelassen. Also ich finde, das ist sehr schön gemacht durch dieses Versetztbauen und diese verschiedenen kleinen Einheiten, die hier gebaut worden sind. Hier offensichtlich jemand, der was kochen muss, der hat dann auch sein Bett und diese Sachen werden eben auch genutzt. Dadurch wirkt es alles ein bisschen gemütlich, sage ich mal, ja. Hier haben wir ein kleines Zimmer, wo offensichtlich jemand an einem Schleifer arbeitet und hier wohnt. Mit kleinem Balkon, Blick auf den Gemeinschaftsbereich. Und so haben halt verschiedenste NPCs hier ihre Wohnbereiche. Ich finde, das ist eine wunderschöne Idee, gerade im Moment, wo wir wirklich noch nicht viel so Designgeschichten haben, ist das doch irgendwie richtig, richtig toll gemacht, muss ich sagen. Richtig nett. Hier hinten noch ein kleiner Garten. Und dann natürlich hier die Mauer, die das Ganze abschließt mit Verteidigungsanlagen. Ja, das war Glorias Base. Ich finde, die Base ist wunderschön geworden. Es ist ein ganz toller Platz hier. Sie wird von den NPCs gut angenommen. Die NPCs fühlen sich hier richtig wohl. Eine gute Idee auf jeden Fall mit diesen kleinen Hütten hier. Macht's gut, bis dann und wir sehen uns im nächsten Video.